ich habe eine Anfrage bekommen oder auch mehrere Anfragen, ob ich denn mal zeigen könnte oder sagen könnte, wie ich bis jetzt 25 Kilo abgenommen habe. Und ja, da dachte ich mir, den Wunsch kann ich doch gut erfüllen. Ja, deswegen reden wir heute mal über nichts, was mit Fernsehen zu tun hat, aber dafür über etwas, was mit Abnehmen zu tun hat und was ja für einige bestimmt auch interessant ist. Ja, ich habe mir im Januar, Ende Januar, überlegt, dass ich gerne abnehmen möchte. Und dann habe ich überlegt, wie ich das machen will. So, auf jeden Fall sollte irgendwas mit der Ernährung passieren, weil ich einfach, ja, unvorteilhaft gegessen habe. Nicht mal unbedingt nur viel Fett, aber ich habe halt einfach rund um die Uhr gegessen. Ne? Erst Frühstück, dann Snack, dann Mittagessen, dann nochmal Snack, dann Abendessen, dann nochmal Snack, vielleicht nochmal Snack. Und die Snacks bestanden nicht mal aus Schokolade oder aus Schokoriegeln oder aus Chips, sondern es waren Möhrchen, Äpfel, Bananen. Oh Mann, Schokoriegel, klar, ne? Ansonsten aber auch viel Cola getrunken. Also eigentlich rund um die Uhr Zucker und Kalorien. Ja. Und zufällig hat auf der Arbeit zu der Zeit auch jemand angefangen abzunehmen. Die hat das schon einmal geschafft. Also ich glaube, sie hat schon mal 30 Kilo abgenommen. Und da habe ich mich so eingeklinkt. Und sie sagte halt, was ganz wichtig ist, also praktisch Tipp Nummer 1, nur alle 4 bis 5 Stunden essen. Das engt natürlich diese Essmöglichkeiten sehr ein, weil Snacks sind da nicht drin, ne? Also ich frühstücke oder ich, na, da komme ich gleich zu. Frühstück, Mittagessen, Abendbrot. Mehr nicht. Ja, und dann habe ich mich dazu entschieden, mit so Abnehmshakes abzunehmen. Und zwar habe ich die im DM gefunden. Ich weiß gar nicht, warum ich die gegriffen habe. Vielleicht, weil sie sehr günstig waren. Kann ich aber so gar nicht sagen. Auf jeden Fall habe ich diese Shakes hier. Fit and Feel Good, Slim. Habe ich die probiert oder ich habe halt einfach erstmal eingekauft, habe den probiert und ich war vom Geschmack halt total überzeugt. Ich hatte vor Jahren schon mal versucht, mit einem anderen Shake abzunehmen und der war einfach so, ja, eklig schon fast, dass man den einfach nicht gerne getrunken hat. Und wenn du dann halt eh schon weniger essen darfst und dann schmeckt das, was du essen darfst, auch nicht gut, ja, dann macht man es auch nicht lange, ne? Jedenfalls habe ich diese jetzt hier von Fit and Feel Good, Lionberger. Ja, aus dem DM habe ich die. Die gibt es bestimmt auch woanders, aber ich habe die jetzt aus dem DM gekauft. Und da gibt es 4 Sorten. Einmal Banane-Quark, Schokonuss, Rote-Beere-Joghurt und Vanille-Sahne. Und ich habe hier Vanille-Sahne und Rote-Beere. Ich habe Schokonuss auch schon mal probiert, aber der ist mir zu nussig. Und Banane-Quark habe ich gar nicht erst probiert, weil ich nicht so der Bananen-Fan bin. Aber mit Vanille und Rote-Beere-Joghurt bin ich sehr zufrieden. Es schmeckt wirklich total lecker. Und ja, jetzt ist es halt so, dass ich morgens mir so einen Shake mache mit Milch, dann 5 Stunden nichts esse und dann darf ich zum Mittagessen, also ich mache es mit Mittagessen, darf ich zum Mittagessen 600 Kalorien zu mir nehmen. Wie ich diese 600 Kalorien fülle, ist prinzipiell total egal. Ich kann 600 Kalorien Erdbeeren essen oder 600 Kalorien Schokolade oder einen Burger oder eine ganz warme Mahlzeit. Ja, auf jeden Fall zählt man dann halt Kalorien. 600 darf man, wie gesagt, zu sich nehmen. Dann wieder 5 Stunden nichts tun und nichts essen. Also nein, nichts tun nicht, aber man darf 5 Stunden nichts essen. Und abends gibt es nochmal das hier. Ja. 2-mal am Tag also ein Shake. 1-mal am Tag was essen. Ob man jetzt morgens und mittags shaket und abends was isst, ist egal. Ich brauche mittags halt was zu essen, wenn ich auf der Arbeit bin. Und ja, also bei mir geht dann zum Mittag so die Batterie runter. Und deswegen esse ich halt mittags und abends trinke ich nur noch einen Shake, weil ich dann abends ja eh nicht mehr so viel mache, außer schlafen. Ja, und das hat mir echt sehr geholfen. Also ich habe jetzt nicht nur einen Sport angefangen. Ich habe jetzt, also ich gehe jetzt nicht auch noch irgendwie, keine Ahnung, zum Aerobic oder so. Ich reite und ab und zu gehe ich mal joggen, gehe ich viel spazieren mit Foxy. Ja. Also ich bin nicht der Supersportler geworden, aber ich habe eben trotzdem bis jetzt 25 Kilo abgenommen. Und ich möchte auf jeden Fall noch weitere, ich glaube 32 Kilo abnehmen. Und ich bin eigentlich guter Dinge, dass das mit dem Shake auch klappt. Es macht auch irgendwie Spaß, weil man sieht ja den Erfolg. Und sobald man den Erfolg sieht, macht es halt auch Spaß weiterzumachen. Und
Ja, das ist halt total gut. Ich habe zwischendurch jetzt auch mal, ich glaube, insgesamt ja einen Monat, also 4 Wochen ausgesetzt damit, weil ich einfach ja Lust hatte zu essen. Nee, ganz so ist es nicht. Ich war eine Woche auf Seminar in Bad Hennhausen in so einer Jugendherberge oder in so einem Hotel. Und klar hätte ich da auch shaken können, aber das Essen war halt einfach viel zu lecker. Ne? Und wenn es das da schon mal gibt und alle das essen, dann will man auch. Und ja, so kam das dann halt, dass ich 4 Wochen ausgesetzt habe, aber ich habe das Gewicht halt gehalten. Ich habe nicht wieder zugenommen. Gut, ich habe auch nicht weiter abgenommen. Aber solange man nicht zunimmt oder solange ich nicht zunehme, war es halt für mich total okay, auch mal auszusetzen. Ja, und jetzt habe ich wieder angefangen seit rund einer Woche und habe halt auch schon wieder 2 Kilo verloren. Klar, am Anfang ist es bestimmt auch wieder viel Wasser. Da war mein Speicher voll. Genau, am Anfang ist es bestimmt auch viel Wasser, was man verliert. Aber es ist halt trotzdem so ein guter Anstoß. Also ne, man fängt dann wieder mit dem Shake an und hält sich an diese 5 Stunden und isst nur 600 Kalorien und. Und man merkt halt echt sofort eine Veränderung. Ich fühle mich auch nicht mehr so vollgefressen und aufgebläht und das Gefühl ist halt auch viel, viel besser, seit ich das mit diesem Shake mache. Und ja, also für mich ist das wirklich top. Ist vielleicht nicht für jeden was und muss man vielleicht auch so ein bisschen ausprobieren, was für einen selber jetzt eben die beste Methode ist, um abzunehmen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt, also ja, seit dem 23. Januar habe ich das gemacht. Dann habe ich jetzt 1 Monat Pause gehabt, also den April. Und dann würde ich sagen, ja, in 2 Monaten habe ich 25 Kilo verloren. Da kann man halt irgendwie auch nicht meckern. Ne? Also Erfolg ist halt irgendwie da. Und klar, Jojo-Effekt kann passieren, wenn man dann eben wieder exorbitant viel isst und nicht auf diese 5 Stunden achtet. Aber da es mir auch so viel besser geht, möchte ich eigentlich nicht wieder in dieses Daueressen reinrutschen. Egal, ob ich jetzt zwischendurch Schokolade esse oder zwischendurch ein Möhrchen oder einen Apfel oder sonst was. Ich brauche einfach, glaube ich, zwischen dem Essen wirklich Pause. Das habe ich jetzt halt einfach gelernt. Ne? Ja, noch zum Shaken dazu habe ich mir diesen Becher hier gekauft. Der ist halt total cool, weil hier so eine, also das sieht man jetzt gerade leider nicht, weil man das eh schlecht erkennt, aber hier ist eine kleine Skala drauf und da kann man halt die Milch super portionieren und dann kann man seinen Shake dazugeben, den Deckel drauf machen, beim Schütteln gut zuhalten, schütteln und fertig ist der Shake. Also am Anfang hat mich das halt noch mega angekotzt, dass ich immer mit dem Schneebesen und einem Messbecher hantieren muss und mit dem Ding hier, ja, es ist halt viel besser geworden. Ich hatte in so einem, ich weiß gar nicht, ob der einen Namen hat, so im Shop gesehen, wo es eben so Haushaltswaren gibt. Und der hat, glaube ich, 3,50 Euro gekostet. Und die hat er auf jeden Fall wettgemacht. Also ich benutze den halt täglich 2 Mal. Ja, und der ist halt super. Der bleibt auch dicht. Also ich habe den auch schon mal in der Tasche. Der darf in die Spülmaschine. Ja, top. Also gute Anschaffung, kann ich nicht meckern. Ja, ich glaube, das war's. Also wenn ich jetzt meine Tipps für euch nochmal zusammenfasse, dann ist das nur alle 4 bis 5 Stunden essen. Ja, 2 Mal am Tag shaken, 1 Mal am Tag 600 Kalorien, hat bei mir super geholfen. Wie gesagt, ist nicht für jeden was, aber für mich ist es halt total gut gewesen. Kauft euch so einen Shaker, damit es echt nicht langweilig wird, diese Shakes anzurühren. Und zwischendurch gönnt euch was. Also jetzt nicht Ewigkeiten und 3 Jahre und alles. Aber ich mache es halt ganz oft auch so, wenn ich jetzt die ganze Woche mich echt gut ernährt habe und die 600 Kalorien mit irgendwas Sinnvollem gefüllt habe. Salat oder Vollkorn irgendwas oder Gemüse und Obst. Dann darf ich eben auch mal einen Burger essen. Der passt auch in 600 Kalorien. Na, also man sollte so ein bisschen gucken, dass man nicht nur das ist, was gesund ist und ja, was eben gute 600 Kalorien sind, sondern dass man halt auch immer wieder das isst, worauf man gerade Hunger hat. Und dann an einer anderen Stelle vielleicht irgendwie auf irgendwas verzichtet. Beim Burger ist es dann halt Pommes und Cola. Genau, das ist auch sehr wichtig. Keine zuckerhaltigen Getränke trinken, sondern dann lieber Wasser, Cola Zero, Fanta Zero. Es gibt auch Eistee mit ohne Zucker. Das hilft halt auch sehr viel. Und ansonsten, klar, ein bisschen bewegen. Also ich reite halt auch nur und gehe spazieren und ab und zu jogge ich mal. Aber von nichts kommt halt auch wirklich nichts. Und ansonsten durchhalten. Das ist, glaube ich, der beste Tipp. Durchhalten, 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 durchhalten. Und irgendwann kommt dann der Erfolg.
Ja, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen aufklären, wie es, also wie ich jetzt die 25 Kilo verloren habe und wo es mit mir noch hingehen soll. Ja, ich könnte noch einmal über meine Erfahrung beim Reiten berichten. Und zwar ist es schon so, dass ich einen Unterschied merke jetzt mit den 25 Kilo weniger. Ich bin nicht mehr ganz so schnell als der Puste, also ich bin ja auch ein bisschen Asthmatiker. Und da merke ich schon, dass es mir halt leichter fällt, zu reiten mit den Kilos weniger. Also ich brauche mein Asthma-Spray gar nicht mehr. Und ich habe auch ein besseres Körpergefühl. Gerade so im Aussitzen fühle ich mich einfach besser. Und sonst... Ja, das ist es, glaube ich. Ja. Also es lohnt sich halt doch auf jeden Fall. Ich habe das ja immer nie so einsehen wollen und habe gesagt, naja, dann bin ich halt ein bisschen dicker, aber das, ne, stört ja nicht. Und ich fühle mich auch gut damit und ich habe mich auch nicht schlecht gefühlt. Aber mit den Kilos weniger fällt einem manches halt doch einfacher. Ne? Treppensteigen ist einfacher. Wie eigentlich jede sportliche Aktivität fällt einem leichter. Und ja, also ich kann nur raten, wer das machen möchte und wer das Gefühl hat, er möchte was abnehmen. Ja, reinhauen, durchhalten und der Erfolg wird kommen. Bin ich mir ganz sicher. Alles klar, dann würde ich erstmal sagen, bis zum nächsten Mal.